auch ein bisschen gesehen, ne, dass die Spieler anders ausgerüstet waren. Das könnt ihr jedes Mal mit dem halt einfach ändern, wie ihr Lust und Laune habt. Wenn ihr merkt, zum Beispiel unten auf dieser Karte, da sind die Distanzen ein bisschen weiter, vielleicht ein Sniper ganz gut, kann man das dann eben sofort ganz kurz ändern. Und damit hat man dann diese Flexibilität. Ich denke, das war auch sehr schön. Die Sinnwege ist auch gut, weil wir heute noch nicht etwas gesehen. Aber natürlich auch noch die Frage, ist ja, aber die Welt ja, vielleicht waren es erfahrene Shooter-Spieler, VR-Spieler oder auch vielleicht erfahrene Hilfe-Spieler. Man weiß es nicht, aber das ist wirklich ein Spiel für alle Mann. Wenn ihr also Fans von Competitive Shooter seid, schaut gerne vorbei. Testen Sie das auch. Ich kann es für wir können nur empfehlen. Ich würde sagen, wir geben eine kurze Pause. Ansonsten gleich wieder mit den nächsten Runden. Schau mal da hinten, der geht der Arm hoch, ich würde sagen, er ist Prinz.